Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop im März 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Der Monat beginnt für euch mit superschönen Romantikkonstellationen. In der zweiten Monatshälfte wird es ein bisschen stressiger. Solltet ihr Beratungsbedarf haben, bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über meine Homepage, da könnt ihr euch die Wunschberatung aussuchen und auch gleich buchen. Ich verlinke das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Diesen Monat verlose ich nochmal eins meiner Jahreshoroskopbücher, denn noch haben wir den größten Teil des Jahres vor uns. Das lohnt sich also. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Konstellationen. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen habe ich ausführlich im Jahreshoroskop Teil 1 gedeutet. Das könnt ihr im Video nochmal anschauen oder im Buch nachschlagen. Bei den langsam laufenden Planeten ändert sich da im ganzen Jahr kaum etwas. Auch der Jupiter bei euch im Partnerhaus hat noch die gleiche Position wie im Februar, weil er diesen Monat rückläufig wird. Diese Aspekte haben sich etwas weiter bewegt. Den Manifestationsaspekt von Saturn empfangen die Geburtstagskinder vom 27. bis 30. April. Die Lilith macht die Geburtstagskinder vom 2. bis 7. Mai besonders kreativ. Zu Beginn des Monats haben wir viele Planeten in den Fischen. Hier die Sonne und mit dem Neptun in der zweiten Dekade, die Venus und der Merkur und Chiron stehen in der dritten Dekade, alle in einem schönen Freundschaftsaspekt zur Stiersonne. Ihr dürft also mit Unterstützung aus dem Freundeskreis und auch mit günstigen Impulsen aus eurem beruflichen Netzwerk rechnen. Besonders Stiere, die künstlerisch unterwegs sind oder auch in helfenden und heilenden Berufen arbeiten, werden Freude an ihren guten Verbindungen haben oder durch ihre Freunde Inspirationen bekommen. Vielleicht bittet man euch auch um Hilfe. Lasst euch da ruhig drauf ein, denn da kommt auch etwas zurück und es macht euch Spaß. In der Nacht zum Freitag, den 2. März, fällt der Vollmond in diesem Bereich eures Horoskops. Er kann euch Erkenntnisse darüber bringen, ob ihr mit euren Plänen auf dem richtigen Weg seid und ob ihr mit den richtigen Leuten gute Allianzen gebildet habt. Der 1. und 2. März sind dann auch gleich zwei Top-Tage für euch, sowohl für inspirierende Aktivitäten im Freundeskreis als auch für eure festen Partnerschaften. Singles können von ihren Freunden jetzt jemandem vorgestellt werden, der ihnen gut gefällt. Auch der 6. März ist ein Top-Tag für euch, denn der Mond im Partnerhaus verbindet dann alle Romantikplaneten miteinander. Das ist schön für Begegnungen und außerdem ist es eine sehr kreative Konstellation, weil die Lilith mit eingebunden wird. Auch die Begegnung mit einer Frau kann an diesem Tag einen guten Impuls für euch bringen. Ebenfalls am 6. März ist der Übergang von Merkur ins Zeichen Widder, gefolgt von der Venus, die am 7. März in den Widder wechselt. Beide Planeten gehen dann durch euer 12. Sonnenhaus des Rückzugs und der Spiritualität. Sie bilden keine direkten Aspekte mehr zur Stiersonne. Jetzt kommt es auf euer individuelles Horoskop an, ob die Venus sich da noch entfalten kann. Für das Stierkollektiv heißt es jedenfalls, dass ihr euch gerne mal ein wenig zurückzieht und in der Stille genießt und Spaß daran habt, für euch selbst an kreativen Projekten zu werkeln. Neue Liebeserlebnisse können demgegenüber etwas zurücktreten. Weil ihr aber als Venuszeichen mit der Venus in Resonanz steht, bekommt ihr wahrscheinlich trotzdem mit, dass sie ab dem 11. März stressige Aspekte zu den Planeten im Steinbock bildet. Die Auswirkungen, sieht man hier, die Auswirkungen, die habe ich in der kosmischen Schwingung genau beschrieben. Jetzt stehen aber die Steinbockplaneten selbst günstig zur Stiersonne. Und insofern kann es sein, dass ihr eigentlich ganz zufrieden mit euch seid, aber dass ihr einen Partner habt, der Stress macht oder zu kämpfen hat. Und dann müsst ihr euch eben auch damit befassen. In dem Fall raten die Sterne, dass ihr freundlich auf diese Person zugeht und euch um Kompromisse bemüht. Selbst wenn der andere euch nervt, lohnt es sich genau hinzuschauen, was die Ursache ist. Wahrscheinlich liegt das Problem nicht bei euch, aber ihr könnt bestimmt helfen und zur Entspannung beitragen. Besonders wenn euer Partner Widder, Krebs, Waage oder Steinbock ist, hat er es womöglich in der zweiten Monatshälfte ganz schön schwer und ist deshalb teilweise etwas ungenießbar. Ab dem 11. und bis zum 20. März wirft die Sonne in den Fischen einen schönen Aspekt auf die dritte Dekade des Stierzeichens und bringt in der Zeit weiterhin positive Impulse für eure Freundschaften und euer berufliches Netzwerk.
Sie steht dann in eurem 11. Sonnenhaus der Freunde und dort findet auch der Neumond am 17. März statt. Deshalb eignet sich für die Neumond-Meditation über Pläne mit euren Freunden oder interessante neue Projekte mit Leuten aus eurem beruflichen Netzwerk nachzudenken. Ebenfalls am 17. März, etwas später, gibt es noch eine wichtige kosmische Entwicklung, denn der Mars wechselt dann ins Zeichen Steinbock und damit in einen sehr günstigen Aspekt zur Stiersonne. Bis Ende des Monats erstmal für die erste Dekade eures Zeichens. Insgesamt dauert diese starke Phase bis zum 15. Mai. In der Zeit werden eure Pläne und Vorhaben, was ihr im Leben manifestieren wollt, durch den Mars aktiviert und ihr verspürt einen regelrechten Tatendrang, nun mit dem Umsetzen zu beginnen. Allerdings hat die Sache zunächst noch einen Haken, denn der Mars geht dann in eine Spannung zu den Planeten, die im Widder stehen. Und das merkt ihr daran, dass zum Beispiel Leute einen Rückzieher machen oder hinter eurem Rücken eine ganz andere Taktik verfolgen. Es ist also wichtig, dass ihr denjenigen, mit denen ihr ein Projekt betreibt, vertrauen könnt oder dass ihr genau hinschaut und hinhört, wenn vielleicht leise Zweifel geäußert werden. Am 20. März um 17:15 Uhr ist Frühlingsanfang. Dann geht die Sonne ins Zeichen Widder. Auch bei euch ins 12. Sonnenhaus. Und je nachdem, wie das dann in euer individuelles Horoskop fällt, bedeutet das auch, dass ihr vielleicht für 4 Wochen öfter mal ein bisschen Rückzug und mehr Schlaf braucht. Am 23. März wird der Merkur rückläufig. Auch im Widder und das auch bei euch im 12. Haus der Geheimnisse. Und diese Konstellationen bleiben bestehen bis zum Ende des Monats. Deswegen solltet ihr also schon auf die Zwischentöne achten und nicht nur eure eigenen Ziele im Auge haben, sondern euch auch vergewissern, ob alle noch mit euch an einem Strang ziehen. Sonst kommt es zu Missverständnissen und Reibungsverlusten. In dieser Zeit bildet die Venus auch eine Spannung zu Pluto und da passiert es leicht, dass Gefühle verletzt werden. Und gegen Ende des Monats verbindet sie sich dann mit Freiheitsplanet Uranus. Das könnte ein Auslöser sein, dass jemand euch plötzlich den Rücken kehrt und ihr versteht nicht recht warum. Außerdem haben wir am Ostersamstag, den 31. März, nochmal einen Vollmond, der ein Schlaglicht auf vorangegangene Konflikte wirft. Wahrscheinlich betrifft es euch nur indirekt, aber vielleicht dreht ja euer Partner am Rad. Die Sterne empfehlen euch, Ruhe zu bewahren. Darin seid ihr ja eigentlich ganz gut, dass ihr nicht so schnell aus der Fassung geratet. Sagt euch einfach, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und zieht auch in Betracht, dass euer Gegenüber empfindlich ist und unter Druck steht. Ab Anfang April wird die Venus in euer Zeichen wechseln und schöne Harmonieaspekte bilden. Dann werden sich viele der heiklen Situationen aus dem April wie von selbst in Wohlgefallen auflösen. Man kommt wieder auf euch zu und eure Welt ist wieder in Ordnung. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen, als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Schaut doch noch mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.